So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem allerersten Vlog hier auf dem Leadtable-Kanal. Wir sind jetzt hier in Frankfurt angekommen, gehen jetzt heute Abend mit ein paar Leadtable-Kunden was essen und morgen schauen wir dann auf die This is Marketing und nehmen euch mit. So, jetzt haben wir auch ein paar Kunden auf der Messe getroffen, nämlich Björn und Behara Heubes. Wie gefällt euch die Messe bisher? Super. Sind viele neue Impulse, interessante Leute, ein paar Kunden getroffen. Genau. Läuft. Ihr macht ja auch Recruiting, oder? Ja, Recruiting und Neukundengewinnung, ja. Genau. Und seit wann seid ihr jetzt genau Leadtable-Kunde? Seit diesem Jahr tatsächlich erst. Also wir sind über deine hervorragende Werbung auf dich aufmerksam geworden und haben zugeschlagen, erst so ein bisschen getestet, ne? Und haben dann letzten Endes den Mehrwert erkannt, dass wir unsere Dienstleistung damit aufwerten können, dass wir unseren Kunden ein viel besseres Reporting geben können. Und dafür ist Leadtable einfach genial. Genau. Gibt es irgendein Feature, das euch besonders gut gefällt? Ja, auf jeden Fall dieses eigene Agency-Dashboard, ne, dass man es quasi in seinem eigenen Look and Feel gestalten kann, dass man den Kunden einen eigenen Login geben kann, ne, dass sie wirklich das Gefühl haben, okay, ich bin bei einem richtig geilen Dienstleister und der bietet mir einfach einen komplett digitalen Bewerbungsprozess, ein komplett eigenes Bewerbermanagementsystem und das ist einfach Gold wert. Ne? Das erhöht den Wert der Dienstleistung massiv. Ja, alles klar. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Messe und wir sehen uns bald wieder. Ja, danke dir. So, da haben wir direkt schon die nächsten Kunden von uns getroffen, nämlich den Max und den Christian von NXT Jobs. Ihr seid ja auch schon relativ lang Leadtable-Kunden, oder? Wie lange seid ihr jetzt schon dabei? Also ich würde fast sagen, Kunden der ersten Stunde fast, oder? Also sehr treu auf jeden Fall. Sehr treu, ja, wir feiern Leadtable. Haben uns auch extrem gefreut, euch jetzt persönlich mal hier kennenzulernen in Frankfurt. Ja, genau. Wie gefällt euch denn die Messe bisher so? Was gibt's für interessante Speeches? Generell wesentlich größer als letztes Jahr. Ja. Und konnte schon einiges mitnehmen. Sehr nice. Vielleicht nochmal zu Leadtable. Wir haben ja hier draußen vielleicht jetzt ein paar Agenturinhaber, die zuschauen und überraschenderweise noch kein Kunde sind. Was würdet ihr denen denn so sagen? Okay, was sind so die Hauptgründe, wieso man Leadtable einsetzen sollte oder wieso es auf jeden Fall Sinn macht für eine Agentur? Genau, also man muss vielleicht noch kurz einordnen. Wir sind im Recruiting-Bereich unterwegs. Es ist ein perfektes Tool, was wir unseren Kunden zur Verfügung stellen für das Bewerbermanagement. Das heißt, wenn ein Kunde noch kein eigenes Inhouse-Bewerbermanagement-System hat, setzen wir Leadtable ein. Es funktioniert, es ist ein White Label. Wir haben dann die Kunden unser Logo drin, wir haben das Kundenlogo eingebunden. Es ist simpel, es braucht keine große Erklärung. Der Kunde weiß, wie er es bedient, hat dadurch einen Mehrwert, bekommt die Bewerbungen optimal verarbeitet. Und was mir persönlich ganz besonders gefällt, ich sag mal in der Zusammenarbeit mit euch, dass ihr immer ein offenes Ohr habt, auch für Feature-Requests. Ja, und ihr setzt Dinge dann auch schnell um. Und genau. Ja, dieser direkte Austausch gefällt uns extrem gut. Ja, wir versuchen ja auch sehr kundenorientiert zu sein und wie gesagt, deswegen auch so wie jetzt vorgestern ein Dinner mal mit den Kunden zu machen und einfach eng an der Zielgruppe nach wie vor zu bleiben und dann entsprechend auch die Software natürlich immer weiterzuentwickeln, ja. Dann wünsche ich euch beiden noch viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Auf jeden Fall. Danke dir. Danke. So, ein paar Meter gegangen und direkt den nächsten Kunden hier getroffen. Elias, wie geht's dir? Wie gefällt dir die Messe? Hervorragend bisher. Genau, jetzt bist du ja auch schon seit ein paar Monaten Leadtable-Kunde. Wie gefällt's dir? Also Leadtable kann ich für jeden empfehlen, der eigentlich Recruiting macht und der Bewerbung bekommt. Ja. Was gefällt dir denn am besten? Gibt es irgendwelche Features, die dir besonders gefallen? Das Geile ist halt, wenn du eine Recruiting-Agentur hast, da ist das Wort Recruiting ja schon mit drin und du musst ja den Recruiting-Prozess von deinem Kunden nachvollziehen können. Das heißt, du musst schauen, okay, werden die Bewerbungen, die du generierst, die du gewinnst, abgearbeitet? Wie werden die abgearbeitet? Wie ist der Prozess? Und bei Leadtable hast du halt volle Transparenz. Du weißt, welcher Kunde wo steht. Du weißt, wo, wann ein Bewerber konvertiert ist zu einem Job oder wann einfach ein Arbeitsvertrag unterschrieben wurde und dann weißt du, aus welcher Ad der kam und du kannst es optimieren. Also es ist Win-Win für beide Seiten und der Kunde hat auch volle Transparenz und weiß, okay, welchen Status hat jetzt der Bewerber. Genau, ja. Und jetzt hast du ja selber auch ein Softwareprojekt in der Pipeline, oder? Willst du davon mal ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Wir programmieren im Hintergrund schon seit 9 Monaten ungefähr eine KI-Vertriebssoftware,
weil wir als Agenturen nur durch Telefonakquise Kunden gewinnen. Wir haben halt überlegt, wie kann man das noch besser machen, und ich will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall kann man mit der Software die Schlagzahl 30, 40, vielleicht auch 50% verdoppeln. Das wird richtig geil, da gibt es richtig gute Features. Powercall.io heißt das. Könnt ihr nächstes Jahr abchecken, nächstes Jahr wird es gelauncht. Aktuell, ja, müssen noch ein paar Sachen gemacht werden, aber nächstes Jahr könnt ihr euch drauf freuen. Ja, ja. Und für jeden interessant, der telefonische Kaltakquise macht. Genau, wir kennen das natürlich, Softwareentwicklung braucht immer ein bisschen Zeit, aber hoffentlich kommt dann im Endeffekt auch was Geiles bei raus. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Betas dann mal zu testen. Du hast ja schon ein bisschen reingeschaut, wie fandest du bisher alles? Ja, Designentwurf ist geil, Konzept ist geil, jetzt muss es bloß mal live gehen und dann schauen wir mal weiter. Ja. Da bin ich gespannt, wie das wird. Genau, also dir noch viel Spaß auf der Messe, hau rein. So, das ist Marketing, Tag Nummer 2. Flo, wie gefällt dir die Messe bisher? Wie gefallen dir die Speeches? Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also gerade der Vortrag von Markus war schon echt cool. Sehr nice, ja. Mal vielleicht noch für unsere Kunden ganz interessant, was du so machst vielleicht. Ja, ich mache Interface-Design für Web-Apps, Mobile-Apps und verkaufsoptimierte Websites, hauptsächlich in Webflow. Sehr nice, genau. Flo ist jetzt auch zu einem großen Teil mit an dem neuen Design-Update von Leadtable 3.0 mit beteiligt. Also wenn euch da irgendwas nicht gefallen sollte, könnt ihr euch beim Flo melden. Nee. Also wird auf jeden Fall nice. Wir werden auch in Zukunft noch mehr zusammenarbeiten. Du machst ja auch viel Website für Agenturen und so weiter. Genau, ich mache Websites für Agenturen, Dienstleister, Coaches, Experten, alles drum und dran. Genau. AM-Beratung, Umsatz.io sind beispielsweise auch so nennenswerte Kunden, oder? Genau, also Unternehmerberatung, dafür habe ich die Webseite gemacht. Dann das Interface-Design für Umsatz.io, das habe ich auch gemacht, sprich die ganze Oberfläche designt, die Nutzerführung konzipiert und letztendlich, wie es am Ende dann auch aussieht. Ne? Ja, okay, ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Messe und wir sehen uns. So, jetzt haben wir hier noch einen weiteren Kunden getroffen, nämlich den Steven. Hi. Stegra Marketing. Hi. Yes. Ja, oder erzähl mal unseren Kunden, was du so machst. Also ich unterstütze Unternehmen deutschlandweit, speziell aktuell auch viel im Inkasso, Versicherungsunternehmen, Physiounternehmen, Mitarbeiter zu gewinnen über Social Media, Paid, aber auch über organische Wege. Okay. Und du bist natürlich auch Leadtable-Kunde. Yes. Wie gefällt's dir? Also ich habe am Anfang tatsächlich immer stark gestruggelt, wie ich meine Kunden im Endeffekt mit den Bewerbertabellen unterstütze. Anfangs natürlich ganz standardmäßig mit Excel-Tabellen gestartet, dann mit Notion ein bisschen was versucht und dann kam eure Lösung letzten Endes, was mich schon sehr, sehr stark entlastet hat, vor allem für meine Kunden, weil die natürlich damit schon eine sehr, sehr einfache, schöne und eine Top-Übersicht der jeweiligen Bewerber oder Leads, auch für Neukunden, habe ich jetzt auch aktuell 2 Kampagnen am Laufen. Und das unterstützt auch tatsächlich als kleinen Benefit, zu sehen auch, wann die Kunden auch zuletzt online waren. Ob die dann wirklich die Leute halt anrufen. Ja, also das ist schon auch so ein kleiner Vorteil, um auch mal seinen Kunden zu sagen, hey, ruf deine Bewerber an. Ja, safe. Wie gefällt dir die Messe bisher? Tatsächlich sehr gut. Content-Input ist auf jeden Fall da. Heute ein bisschen weniger los, feiere ich. Gestern war doch ein bisschen mehr los. Da konnte ich bei 2 Vorträgen leider nicht teilnehmen, weil es schon so voll war. Aber Leute sind gechillt, gut drauf. Ihr auch. Von dem her, wie gefällt's dir? Sehr gut. Ja, der Speech von Markus Baulig vorhin war sehr gut. Ja. Generell, also wie du gerade schon meintest, hier ist der Content auch auf einem relativ hohen Level, würde ich sagen. Auch die Leute, die Besucher, das merkt man auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und wir sehen uns. Euch auch. So, und direkt den nächsten Steven hier getroffen auf der Messe. Marius, wie geht's dir? Bestens, vielen Dank. Du bist erst heute am Start, oder? Ich bin gestern Abend angereist und heute ist hier, ja genau. Aber wie gefällt's dir bisher? Die ersten beiden Vorträge gesehen, fand ich super spannend. Also super spannend, hat mir wieder mal den Arsch gegeben, hey, mehr zu posten. Ich poste schon relativ viel, aber ich muss noch mehr. Ja, man sieht bei dir eigentlich schon einiges, muss ich sagen. Vielen Dank. Content, vielen Dank. Du bist ja auch seit einigen Monaten jetzt Leadtable-Kunde. Genau. Wie gefällt's dir? Mir gefällt's mega. Ich sag dir ganz ehrlich, für mich und meine Kunden war es ein absoluter Game-Changer, ein Push nach oben, um auch noch professioneller nach draußen, draußen dazustehen und denen einfach ein geiles Dashboard zu bieten und einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach ein Upgrade. Ein Upgrade in meinem ganzen Dienstleistungsgeschäft war euer Produkt mein absolutes Upgrade und möchte ich auch gerade nicht vermissen. Sehr nice. Gibt es irgendein Feature, das dir besonders gut gefällt? Was gefällt mir besonders gut?
Ja, ich bin ein Freund, ich bin eigentlich Mediengestalter, Gelernter. Ich bin ein Freund, wenn man Farben und Logos anpassen kann. Und es ist eine Kleinigkeit, ich weiß, die bringt uns jetzt erstmal nicht weiter. Aber das Auge muss natürlich auch erstmal fressen. Und wenn es schön aussieht, dann deswegen, um es auf den Punkt zu bringen, dass ich Farben und Logo einbauen kann, finde ich schon ganz nice. Ja, da wird ja unser neues Update wahrscheinlich auch sehr gefallen. Wir haben jetzt nochmal komplett am Design gearbeitet mit Flo Steinle, unserem neuen Designer. Da wird nochmal einiges nice. Es kommen auch nochmal die UI, UX nochmal für den Kunden und auch für dich optimiert, dass auch nochmal einige mehr Features da mit reinkommen. Ja, cool. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Messe. Ey, bis bald. Ich hab zu danken. Jetzt haben wir hier den Philipp Epping am Start von DXR. Kennt man natürlich auch im Agentur-Space. Wie gefällt dir das Event bisher? Mega. Ja, also geiles Event. Hat Marcel geil auf die Beine gestellt. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber sehr gut, Marcel ist Pro. Das merkt man in jedem Bereich, ja. Genau, du hast ja gestern auch eine Masterclass gehabt. Ist vielleicht auch relevant jetzt für die Audience, die dieses Video sieht. Ging ja auch um den Space Agentur natürlich. Vielleicht kannst du noch mal ein paar wichtige Punkte aus deinem Vortrag hier für unsere Community zusammenfassen. Yes, genau. Gestern habe ich über Cashflow-Fixes gesprochen, wie wir 1 Million Add-on-Umsatz in der Agency anlocken. Und ich versuche es mal zusammenzubringen, ne? Die 4 Cashflow-Fixes. Punkt Nummer 1, Category King Offer. Punkt Nummer 2, akkurates Tracking, weil wir einfach sehr oft sehen, dass Tracking nicht in place ist, dass Agenturinhaber sich nicht selbst auf die Waage stellen, aber versuchen irgendwas zu optimieren in der Agentur. Fix 3, ein optimales Selling-System in place bringen und dann Fix Nummer 4, exzellentes Management, damit die Agency-Owner sich auch ausziehen können. Okay. Ja, war auf jeden Fall ein sehr geiler Speech. Wir haben uns hier angeschaut. Was ist denn jetzt noch so geplant heute, letzter Tag, das ist Marketing? Heute nicht mehr allzu viel. Gleich nochmal über die Messe gehen, dann gemütlich was essen gehen und dann geht's für mich tatsächlich gleich nach Kapstadt. Alles klar. Von hier aus. Ja. Ah, nach Kapstadt. Ja. In die Sonne zurück. Absolut, reicht mir. Ja, dann viel Spaß. Ich danke dir. So, und jetzt haben wir hier den Veranstalter höchstpersönlich von This is Marketing, Marcel Knopf. Hi. Schön, dass ihr da seid. Was würdest du sagen, ist die Messe bisher ein Erfolg? Das musst du mir sagen eigentlich. ich bin der Meinung, ja. Ich finde, wir haben uns deutlich gesteigert von den Besucherzahlen. Wir hatten fast 1000 Tickets mehr draußen als vor einem Jahr und wollen jetzt weiter wachsen. Nächstes Jahr haben wir die 5 im Auge. Mal sehen, die 5000. Und bisher habe ich Gutes gehört. Wie gefällt es dir? Ja, ich finde es vom Content auch sehr gut. Jetzt auch verglichen mit anderen Messen muss man sagen, hier sind halt wirklich hochkarätige Speaker, auch mit entsprechend hochklassigem Content. Ja. Und auch die Leute, die sich hier so aufhalten. Also wir haben auch viele Lead-Table-Kunden, die wir treffen, ist schon alles überschaubar genug, aber auch genügend coole Leute mit dabei. Ja, von dem her, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Das freut mich zu hören. Genau. Ja. Und dann wünsche ich dir noch ein gutes Gelingen für den restlichen Tag. Und dann bis nächstes Jahr. Viele Grüße. Kommst du, das ist Marketing. Ja? Genau. So, wir haben jetzt hier auch noch einen interessanten Gesprächspartner, auch aus dem Bereich Software, hier Florian Gerstner von Learning Suite. Wie gefällt dir die Messe bisher? Ja, bisher wirklich super. Also Event ist echt mega, sehr geile Vorträge, aber auch sehr, sehr coole Leute hier. Ja, ne, freut mich hier zu sein. Ihr habt ja auch einige Kunden, die bei euch Agenturen sind. Jetzt haben wir ja auch speziell viele Kunden, die Recruiting und speziell Lead-Gen-Agenturen sind. Hast du denn für diese Zielgruppe einen speziellen Input oder können die auch Learning Suite nutzen? Ja, also 100%. Ne? Also es nutzen sehr viele Kunden, sehr viele Agenturen, Learning Suite, Recruiting-Agenturen, vor allem, weil die Ergebnisse halt sehr geil sind. Also die Ergebnisse sind konkret, dass die meisten Agenturen, die mit uns zusammenarbeiten, wirklich ihren Fulfillment-Aufwand, praktisch Support-Aufwand halbieren und wirklich auf ein Minimum runter reduzieren. Am Ende des Tages, ich kann halt sagen, so für Agenturen der größte, Mehrwert oder das Größte, was du machen kannst, differenzierungsmäßig, ist einfach auch dein Fulfillment einfacher zu machen, einfach simpler für den Kunden vor allem. Ne? Also ich finde schon mal sehr geil, wie ihr es praktisch ermöglicht, ne, dass praktisch alle Leads in einem Table drin sind. Wenn du das auch noch in Learning Suite Kunden-Dashboard reinpackst, wo alle Sachen für den Kunden geklärt sind und da auch noch einen Kundenumwollen drin hast, ey, so, dann ist der Kunde einfach happy. Genau, wir sind ja auch gerade dabei, an der Integration zu arbeiten, beziehungsweise da könnt ihr dann die Leads von Leadtable auch bei Learning Suite im Dashboard mit darstellen über einen iFrame. Also könnt ihr auf jeden Fall auch geile Schnittstellen herstellen und einfach eine geile Custom Experience auch für den Kunden. Absolut. Was sind bei euch so in Zukunft für Updates geplant? Gibt es irgendwas Spannendes, was in Zukunft kommen wird? Ja, also allgemein sehr viel, würde ich mal sagen, auch Features nochmal, ja, für Coaches, auch allgemein sehr viel große Improvements. Ich würde mal sagen, ne, auch dass der Markt natürlich sehr kompetitiv ist, setzen wir lieber auf einen Überraschungseffekt, aber bisher gab es natürlich sehr große Features, wie zum Beispiel den Thumbnail Generator. Man kann jetzt einfach Thumbnails automatisch in der Plattform generieren lassen, die richtig geil aussehen. Du brauchst einfach keinen Grafiker mehr. Wir haben ja die Hubs Release, die Kunden-Dashboards praktisch, das ist auch ein Game Changer gewesen. Und natürlich die blitzschnelle Suche, also wirklich erst in Millisekunden.
einen gigantischen Mitgliederbereich sofort durchsuchen kannst. Und ich kann euch versprechen, da kommen noch sehr viele spannende Features. Alles klar. Ich bin auch gespannt und dann wünsche ich euch viel Erfolg auf der Messe. Hau rein. Also, wir haben jetzt hier den Jan Prigge, Head of Sales von DXR. Jan, du sprichst ja jede Woche mit einigen Agenturinhabern. Was sind denn gerade so Themen, die die Agenturinhaber gerade viel betreffen? Was sind gerade so aktuelle Tipps, die du im Bereich Vertrieb für die Agenturen mitgeben kannst? Ja, wir haben ja jetzt gerade Oktober gehabt. Und ein Tipp, den ich da eigentlich allen mitgeben kann, ist, habt eure Steuernachzahlung im Blick. Ja, also habt ein Auge auf euer Steuerkonto, okay. Weil das kann einem wirklich früher oder später das Genick brechen. Und da ist es halt wichtig, dass ihr immer viel zuverlässigen Cashflow habt und halt auch ordentlich was zurücklegt und das im Idealfall auch wirklich nur für wichtige Investitionen auch anpasst. Heißt auch wieder das gleiche Thema, das wir vorhin beim Philipp im Vortrag hatten, einfach wichtig, Tracking-KPIs immer im Blick haben, wissen, wie die Zahlen ausschauen. Das sowieso, genau. Und dann, wie gesagt, lasst euch nicht vom Finanzamt. Du weißt, was ich sagen will. Jetzt haben wir auch einige Kunden bei uns, die selber Recruiting-Agenturen sind. Hast du vielleicht da einen speziellen Input? Was sind jetzt gerade so Themen, die im Vertrieb mittlerweile besonders wichtig werden? Wie entwickelt sich der Vertrieb im Bereich Recruiting-Agenturen weiter? Was gilt es zu beachten? Was man auf jeden Fall sieht, das wisst ihr auch, dass der Markt einfach sehr, sehr voll ist und da gerade auch so eine Konsolidierungsphase ist von denen, die halt wirklich gut sind, die ein gutes Standing im Markt haben und halt von denen, die, ja, ich sag mal, weiterhin irgendwie Skriptverkauf machen und wie so ein Sales-Roboter da schon am Telefon klingen. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Also wenn man da immer mit den gleichen Openern reingeht und irgendwelchen ausgelutschten Skripten, ist kein Wunder, dass die Leute genervt sind, sofort auflegen und man keine Termine legt. Und dann natürlich auch im Sales-Prozess, wenn du wirklich mit einer Hochpreisstrategie unterwegs sein willst, musst du dich halt irgendwie abheben. Na klar macht man irgendwie im Backend 80% das gleiche im Fulfillment so, nur das richtig zu verpacken und das sowohl in seiner Positionierung als auch im Sales-Pitch richtig auszuspielen, das ist halt so die Kunst, wo sich die Spreu gerade vom Weizen trennt und das wird halt auch darüber entscheiden, welche Agenturen es in 2 Jahren noch gibt und welche so langsam aber sicher den Markt verlassen werden. Alles klar, danke dir für deinen Input. Ja, der 2. Tag von Distance Marketing ist jetzt auch vorbei, haben einige nice Gespräche geführt, viel Content mitgenommen. Oder Sam, was war dein Highlight? Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall der Oberamt-Check mit Sebastian Salinski. Blenden wir euch hier einmal ein. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, coole Gespräche mit einigen geführt, nice Interviews auch gemacht mit ein paar Kunden, die ihr gesehen habt. Heißt für dich, du hast jetzt auch gesehen, Leadtable ist natürlich eine nice Software für dich als Recruiting- oder Leadgen-Agentur. Heißt, wenn du noch kein Kunde bist, melde dich auch mal gerne bei uns oder nutze einfach mal den kostenlosen Trial und dann werden wir sehen, dass wir auch Leadtable für dich in deine Agentur einsetzen können. Liebe Grüße.